wäre in Karlsruhe. Wo ist mein Haus? Ja, ich kann wahrscheinlich, man kann ihn jetzt einfach oder mehr und ich kann man das rein. Ja, nein, Sie. Kurze Zeit, das ist natürlich nicht für Transport kleiner 2 Minuten. So, wir sind jetzt rein Parkhausen fahren jetzt nach Hause. So, jetzt bin ich wieder zu Hause. Wir haben mittlerweile 14.41 Uhr und jetzt zeige ich euch mal, was ich mir gekauft habe. Ich hatte 56 Euro dabei. Hier ist nochmal dieses Bändchen, das man kriegt. Jetzt habe ich nur 50 Cent. Ja. Also da war es Schabenshow da, Pet Factory, Frostfutter, Dingens, keine Ahnung. Ja, hier zwei Madagaskar-Fauchschaben für 2 Euro. Dann so ein. Ja, so eine Art Flyer. Ja, ist ein Flyer. Dann hier. Frostfutteronline.de. Dann solche Boxen. Pet Factory hat solche Boxen auch. Da gibt es so auf so Breeding-Sets für 20 Euro für Rosenkäfer. Aber ich habe gedacht, warum gebe ich so viel Geld aus, wenn ich auch einfach so eine Box kaufen kann und Substrat reinfüllen kann und Jelly da reinmachen kann. Weil ich habe ja noch welche. Und ja, also 2 Euro hat eine Box gekostet und da habe ich gleich 3 gekauft. Ja, also da konnte ich auch nicht Nein sagen. Oh, Moment, ja, als Deckel habe ich natürlich auch dazu. Da habe ich zweimal eine Rosenkäferart geholt, diese hier. Ja, ihr könnt hier auch mal drauf gehen, auf die Seite, ja, für 5 Euro, also beide 10 Euro, obwohl hier steht 4 Euro, da gab es dann noch Kongo-Rosenkäfer, aber irgendeine andere Art davon, auch für 5 Euro, aber da habe ich mir lieber die Art mitgenommen, weil normale Rosenkäfer mag ich irgendwie nicht so. Okay, schau mal, die finde ich jetzt nicht hübsch. Dann, Black Soil, ist anscheinend neu, gab's für 3,50 Euro als, wie heißt es nochmal? Ja, halt so. Ja, halt, weil es gerade rauskam, kostet jetzt erstmal 3,50. Da habe ich dieses Gifflasche gekauft. Die gab es für 7 Euro. Da habe ich gedacht, nee, komm, ich laufe noch ein bisschen rum und da hole ich mir vielleicht. Aber da habe ich die hier nochmal für 5 Euro gesehen. Deswegen habe ich mir die geholt. Ja, dann so ein ganzes Stapel voller Heimchendosen für 1 Euro. Und ich meine, da steht nichts drauf. Das finde ich super und ja. Dann hier eine neue Hirudule-Art für 8 Euro. Da gab es noch, ich glaube, dieselbe. Nee, irgendeine andere Art für 10 Euro, aber ich habe mir lieber die mitgenommen, weil. Ja, ich weiß nicht. Ich will lieber aufwachsen sehen, die Tiere. Ja, dann hier. Stummfliegen, flugunfähig. Ich glaube 1,50 haben die jeweils gekostet, ja. Soweit ich weiß, auch von Schabenshow. Ja, auch von Schabenshow. Dann hier zweimal wieder Humus. 1,50 haben die gekostet. Bei uns im Zoogeschäft kosten die 3 Euro. Ja, ich wollte 3 mitnehmen, aber da habe ich doch lieber nur 2 mitgenommen. Dann diese Fauna-Box für 6 Euro. Die habe ich auch da hinten, die kostet bei uns 20 Euro im Zoogeschäft ungefähr. Und ja, deswegen habe ich mir halt nochmal eine mitgenommen. Also jetzt auch gleich für Käfer oder keine Ahnung. Irgendwas. Und ja. Da gab es auch Philium Giganteum, Adult 25 Euro, Subadult 10 Euro. Auch Halloween-Krabben, wo ich ja wollte, für 15 Euro pro Krabbe.
Aber dann habe ich doch keinen mitgenommen. Aber ich habe dafür ein neues Terrarium gekauft. Moment. Also ja, also 18 Euro. Also kostet jetzt 7 nicht mehr, aber 18 Euro und fand ich auch super Preis. Also ja.